So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Kingdom Come Deliverance vom Feinsten. Und hier waren wir stehen geblieben. Haben hier gepennt in diesem lustigen Gasthaus. Es gibt zwei Neuerungen. Und zwar habe ich mal geschaut, beziehungsweise habe gelesen, dass schon für Kingdom Come Deliverance verschiedene Mods am Start sind. Und habe mir die jetzt auch einmal angeschaut. Ich habe zwei Stück installiert. Zum einen möchte ich euch ganz kurz zeigen. Dafür müssen wir auch, wir sind immer noch überladen, deswegen. Zum einen habe ich mal installiert dieses Zischgeräusch von einem Pfeil. Also da war ja die ganze Zeit hinten dran, hat man so die Flugbahn des Pfeils verfolgen können. Da wurde eine Mod entwickelt, dass das jetzt nicht mehr ist. Finde ich auch ein bisschen realistischer. Und eins habe ich aber mal gemacht, um einfach ein bisschen besser zu sein, wie auch immer man es sehen will. Ihr seht den gelben Punkt hier, den haben wir jetzt auch, wenn wir Bogen schießen. So, ihr seht's. Zack. Und ihr habt auch gesehen, da war kein, wie nennt man es denn? Nachverfolgungssymbol, keine Ahnung, was da die ganze Zeit war. Hinter dem Pfeil, zack, der fliegt jetzt einfach nur noch so. Und ich habe eben diesen Punkt auch beim Bogenschießen. Sind zwei Mods, kann man sich installieren, müsst ihr mal gucken, nexusmod.com. Da habe ich mir die runtergezogen und finde die eigentlich recht praktisch, deswegen werde ich sie auch behalten. Und so viel dazu. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wir sind jetzt hier gerade in der Nähe. Wir gehen jetzt mal. Hallo Peppels, wo kommst du denn her? Wir gehen jetzt nochmal dahin, wo wir uns das schön markiert haben. Wir haben jetzt früh am Morgen. Habe ich jetzt einen Pfeil geschossen? Ich hält. Das war eigentlich keine Absicht. So. Wir gehen jetzt nochmal zu diesem Banditenlager. Wir sind zwar überladen, aber die Satteltasche müsste wieder leer sein. Und holen uns nochmal den Rest von unserem erbeuteten Kram, dass wir da nochmal ein bisschen was verkaufen können. Ich denke, das macht Sinn. Was haben wir denn hier? Da waren wir aber auch noch nicht. Was ist das? Da müssen wir doch direkt mal schauen. Hallo, jemand zu Hause? Das sieht aus wie ein Fischer, ne? Ist hier jemand? Nee, ne? Gibt's Fische? Da können wir jetzt eine Forelle stehlen, aber weiß nicht, ob das Sinn macht. Was macht denn unsere Sattheit? Oh, die ist bei 51. Dann schnorren wir uns doch mal was aus dem Topf hier. Passt. So, auf geht's, Pebbles. Wir haben einen Plan und den würde ich gerne mal durchziehen, ohne jetzt wieder 5000 Mal mich ablenken zu lassen. Also, erstmal zu dem ehemaligen Räuberlager, aber ich denke, da müssen wir sogar ein bisschen querfeldein. Ah, da wäre auch ein Weg gewesen, okay. Genau, hier hatten wir ja Peppels das letzte Mal stehen lassen. Diesmal nehmen wir ihn mit. Oh, oh, hier geht's aber... Peppels, langsam Peppels. Oh, Alter, was habe ich gemacht? Ich glaube, das war nicht so gedacht, dass wir hier runtergehen. Soll. Kann. So, Peppels, einmal hier rüber. Komm, schaffst du. Und hepp. Und hepp. Warum springt Peppels jetzt nicht? Nein, ich habe mich nicht... Da ist besser. So, jetzt aber. Hab schon gedacht, ich hätte mich festgebackt eben gerade. Genau, da war der Weg. Das heißt, da vorne müsste dieses Lager gewesen sein. Unfallort. Unfallort, guck an.
Kurz sind sie ja alle, ne? Nicht, dass ich da jetzt so lustig reinreite. Aber was für ein Unfall hier war, weiß kein Mensch, ne? Da kann ich mich hinsetzen. Keine Ahnung. Okay. Gut, da ist der Gaul wieder. Kam wieder brav zurück. Interessant. Gut. Achso, die Leichen werden jetzt weg sein, ne? Aber wir hatten ja hier. Es ist sehr schwer, das können wir vergessen ohne Patch. Das ist ja doof jetzt, ne? Hier können wir pennen. Gegenstand kochen. Haben wir nicht bei. Ach komm, wir essen nochmal aus dem Topf, wenn er schon da steht. So. Tja, was tun? Ich würde es ja gern mal probieren, aber ja, dieses Schloss ist zu kompliziert. Wir können hier noch nicht mal anfangen drehen, ohne dass der Dietrich direkt abbricht. Aber da war doch noch eine Mine, ne? Hier. Das waren bestimmt Minenarbeiter, die da aufgegangen sind. Höhlenpilz. Komm, den nehmen wir mal mit. So oft werden wir ja nicht in der Höhle kommen. Das hier. Es waren bestimmt Bergarbeiter, die hier verunfallt sind oder so. Warte mal, lass mal. Kann man hier irgendwo Kodex? Unerforschter Ort? Unfallort? Ja, bringt mich halt bloß nicht weiter, ne? Also noch nicht. Vielleicht hat es ja im Laufe des Spiels noch ein bisschen was zu bedeuten, aber aktuell eben nicht. Da ist noch Höhlenpilz. Nö, schade. Hätten wir uns eigentlich sparen können, hier zurückzugehen. Ich dachte eigentlich, wir können da noch irgendwo was abgreifen, aber die Kiste ist zu gut gesichert. Und mehr gibt's hier gar nicht. Schade. Das Pferd könnten wir noch mitnehmen, aber ich habe ja Peppels. Na, Peppels, du bleibst hier, ja. Schirmling, ja, die finden wir auch woanders. Okay, Peppels, dann würde ich sagen, hier gibt es nichts mehr zu holen. Dann gehen wir mal die Quest abgeben bei unserem Herrn Hauptmann. Auf die Karte. Falsch natürlich, ich will hier rein. Questlog. Zähe Liebe. Ach genau, den Henker haben wir ja noch. Wir gehen jetzt erstmal die Quest abgeben. Beim Herrn Hauptmann. Und dann können wir mal gucken, was uns so auf dem Rückweg noch erwartet. Und auf geht's, Pebbles. Jawoll. So. Wieder einen Bildstock entdeckt. Ach, wer marschiert denn da? Ich glaube, wir müssen halt nochmal rüber auf die andere Seite, ne? Geht aber hier einfacher, denke ich. Ach, Schafe, guck an.
Das sieht einfach so gut aus, wenn man hier so über die Felder reitet, ey. Echt der Wahnsinn. Ach, das ist nur ein Stall. Okay, verstehe. Auf, Pebbles. Los geht's. So, da wären wir. Wo war er denn? Der war, glaube ich, ziemlich weit hinten, ne? Ach nee, wir müssen jetzt gerade am Anfang der City. Neuhof. Da ist er doch. So, da reiten wir direkt bis vor die Haustür. So, Meister. Das war's mit den Banditen. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Gute Arbeit. Es gibt Gerüchte über ein weiteres Lager. Es soll sich in der Nähe des Baches befinden, der bei Neuhof vorbeifließt. Ist gut, ich sehe mich dort um. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Ja, läuft. 25, 50. Ach, guck mal, was wir Kohle kriegen, ey. Gut, dann haben wir jetzt schon wieder ein neues Lager bekommen. Hier. Nicht weit weg, aber okay, das ist jetzt, das machen wir dann mal so zwischenrein, würde ich sagen. Was ist denn jetzt noch interessant? Kann ich bei dir? Ne, Dorfbewohner. Da vorne kann ich, glaube ich, noch handeln, ne? Ich würde nämlich jetzt gerne mal schnell reisen. Genau, bei Zora kann ich, glaube ich, handeln. Ja, lass uns handeln. Verkaufen. Und zwar, was haben wir denn noch? Jetzt Pfeil, ja komm. Gib her den Kram. Ja, stimmt, wir hatten ja festgestellt, wir sind einfach zu schwer gepanzert. Wir können den ganzen Spaß noch gar nicht tragen. Hier, Schmiedeset und so ein Spaß. Ah, das ist aber echt ärgerlich, weil ich es gern behalten würde. Spinnennetze habe ich jetzt so oft auch noch nicht gesehen, als dass man die jetzt so leichtfertig hergeben könnte. Ich glaube halt einfach so wie das Kettenhemd, was eh schon ziemlich kaputt ist. Aber es schützt halt auch, ne? Was denn, wenn wir das wegnehmen? Die roten Beinlinge. Können wir die wegnehmen? Ja, das sieht man eh nicht unten drunter. Okay, jetzt haben wir wenigstens wieder. Jetzt können wir wenigstens wieder schnell reisen, das ist ja auch wichtig. Pebbles, auf geht's. Gut, dann würde ich sagen, wohin des Weges? Was haben wir noch zu tun? Hier, die Sache hätten wir noch zu tun. Nee. Nee, ich weiß, was wir machen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir Plünderer, das haben wir jetzt, können wir mal wegmachen, das machen wir später. Zähe Liebe. Liebeswerben ist auch noch mächtiger als das Schwert. Das ist da oben, dass wir lesen lernen. Oder wir gehen mal. Warum verklicke ich mich denn die ganze Zeit? Mein Gott. Oder wir gehen
Aktuelle Aufgabe: Finde Markwart von Aulitz und räche den Tod deiner Eltern. Wir könnten mal in der Hauptquest ein bisschen weitermachen. Die ist wo? Ach, guck mal, hier sind auch noch eine ganze Menge Sachen. Was ist denn hier? Unerforschter Ort. Hier oben haben wir auch noch jemanden, der uns was zu sagen hat. Da drüben sind noch unerforschte Orte. Alter. Aber wo die Quest jetzt weitergeht, weiß kein Mensch, ne? Ja, das ist schlecht. Nee, wir machen hier weiter. Rotschopf in der Klemme. Wir kümmern uns genau mal um Rotschopf. Da machen wir jetzt in der Folge mal weiter. Und Hep Pebbles. Großes Pferd. Gut. Was haben wir denn da noch für eine Aufgabe aktiviert jetzt? Ich mag das nicht, wenn tausende von Sachen... Ach, zähe Liebe. Ich mag das nicht, wenn tausende von Sachen... steck mal das Ding weg. Wenn tausende Sachen aktiviert sind, tausende Quests, so. Gut. Dann mal weiter in der... Ja, das ist eigentlich auch die Hauptquest, ne? Gucken wir mal. Der soll bei den Köhlern sein, hatten wir gehört. Und Köhler sind am Fluss. Überall Kühe. Die können wir garantiert auch schlachten. Lecker Rumpsteak. Ja. Genau, da ist ein Fluss. Oder ein Bach. Und dann sind die Köhler bestimmt nicht weit. Haben wir ja schon in der letzten Folge haben wir ja das Köhlerdorf schon entdeckt. Okay, wir müssen da, glaube ich, hoch in den Wald, wenn ich das richtig deute. Komm, Pebbles, mal ein bisschen querfeldein. Lager. Na, guck an. Da sind sie. Die Boys. Na, reden wir gleich mal mit ihm. Was er zu sagen hat. Ich suche nach einem Stallburschen aus Neuhof. Warum suchst du ihn dann nicht beim Gestüt? Weil er von dort abgehauen ist. Hält sich jetzt angeblich bei Köhlern auf. Also hier ist er nicht vorbeigekommen. Frag lieber woanders. Okay, er ist ja schon mal nicht wirklich auskunftsfreudig. Frag zuerst nicht. Okay, Wortführer der Köhler, also. Beste Grüße. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. Ja, probieren wir mal, ne? In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde, aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten? Nein. Aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folg dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Okay. Gut. Ich werde mich anderswo umhören. Jetzt haben wir die Köhler im Norden befragt. Jetzt fragen wir die Köhler im Süden. Erstmal lustiges Hin- und Herreisen.
Also in die Richtung. Auf geht's, Pebbles. Gut, also, dann sind wir jetzt ein bisschen unterwegs hier in der Folge. Ich bin zwischendrin immer mal ein bisschen leise, liebe Leute, dass ihr so ein bisschen die Atmosphäre und die Stimmung mitkriegt, weil die ist echt großartig mit der Musik und dann hier, man guckt euch mal um. Es ist schon wahnsinnig schön gemacht und detailreich und ist der Hammer. Ich weiß, in der Aufnahme kommt es wahrscheinlich nicht ganz so rüber, weil ich die einzelnen Folgen ja auch noch rendern muss, damit sie nicht so groß sind und dann geht natürlich auch ein bisschen Qualität verloren, aber es ist echt der Wahnsinn. Also, wenn jemand noch unentschlossen ist, kauft euch das Spiel. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Auch mit den kleinen Bugs, die noch drin sind. Die werden ja sicherlich ausgemerzt, aber es macht so schon riesig Spaß. Und wenn jemand wirklich auf solche realistischen Games steht, sage ich mal, ohne Fantasy-Aspekte, ohne, ja, hast du nicht gesehen, dann ist das genau sein Ding. Wie gesagt, ich habe Jahre das Spiel verfolgt, also 2 Jahre mindestens dieses Spiel verfolgt in der Entwicklung. Und habe mich so drauf gefreut und bin jetzt so froh, dass es tatsächlich released wurde. Und habe so Bock auf das Spiel. Das macht echt Laune. Also ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Und wenn ich zwischendrin mal ein bisschen leise bin, ist es ja auch nicht schlimm. Ich muss ja nicht immer quatschen. Dann könnt ihr so ein bisschen die Atmosphäre hier mitkriegen. Die ist nämlich echt Wahnsinn. Mal gucken, ob man den Soundtrack irgendwo bekommt. Weil den finde ich auch Wahnsinn hier im Game. Richtig schön. So, wo sind wir denn nun? Mal Richtung Norden geritten. Ich glaube, hier waren wir jetzt auch noch nicht wirklich, ne? Wir reiten die ganze Zeit querfeldein. Es sieht wirklich, es ist kein Blödsinn. Ich hatte es ja schon mal gesagt in einer davon. Es sieht wirklich 1:1 so aus, wie die Gegend, aus der ich komme. Im Real Life. Wirklich genau so sieht es bei uns aus. Echt schön. Da weiß man mal wieder, wie schön es eigentlich ist, wenn man auf dem Land geboren wurde, ne? Manchmal gar nicht so schlecht. So, da sind wir doch schon bei den Köhlern. Gucken wir mal, was die Jungs zu sagen haben. Kohlenmeiler. Haben die einen Meiler? Das ist doch kein wirklicher Kohlenmeiler. Er ist Köhler. Wo ist der Wortführer? Hier, hier. Er ist auch Köhler. Komm, wir fragen ihn mal. Gott sei mit dir. Weißt du, wo ich Rotschopf finde? Wen? Den Stallburschen aus Neuhof. Ich habe gehört, er ist mit ein paar Köhlern befreundet. Ah, ich weiß, wen du meinst. Er ging erst kürzlich zu den Thalmberger Köhlern. Folge einfach dem Bach Richtung Westen. Ja, läuft bei dir. Ernsthaft, ist das jetzt hier, fang mich oder was? Hier unten ist ein, ist das ein Meiler? Ja, das ist ein Kohlenmeiler. Beste Grüße. Fragen wir ihn nochmal. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Weißt du etwas über ihn? Na, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Nun, dann wirst du woanders hin müssen. Gewöhnlich kommt er nicht hierher. So, was ist denn erfolgreich? Ich glaube hier, der Junge war Zeuge eines Massakers, ne? Probieren wir mal. Ich muss wirklich mit ihm sprechen. Beim Gestüt gab es ein Massaker und der Junge weiß womöglich etwas. Ich muss ihn befragen. Du denkst, er hatte seine Finger im Spiel? Schwer zu sagen. Er ist weggerannt. Andererseits hat er wohl einen der Angreifer erstochen.
Wenn du so daherredest, muss es wohl dringlich sein. Ich kenne ihn, aber nur vom Sehen her. Er ist mit den Köhlern unten bei Thalmberg befreundet. Hab ihn dort mit den Zwillingen gesehen. Stromabwärts bei Thalmberg? In der Nähe der Burg? Wenn du dem Bach nach Westen folgst, solltest du auf sie stoßen. Und eins noch. Ja? Ein paar andere Kerle haben nach ihm gefragt, aber sie waren nicht so überzeugend wie du. Okay. Ja, das ist ein Kohlenmeiler hier. Eine ganz lustige Sache. Auch das gibt's tatsächlich immer noch in der Gegend, wo ich herkomme. Also, es wird jetzt hier nicht mordsmäßig gewerblich betrieben, aber um die Tradition zu erhalten des Kohlenmeilers, wird das bei uns tatsächlich hier in der Gegend noch gemacht. Gibt's im Sommer immer. Ja, da wird dann so ein Kohlenmeiler aufgebaut von so einem wirklichen Köhler, der das noch kann. Und dann ist da so eine Woche lang so ein kleines Festchen. Da kann man hingehen und kann was lecker trinken und essen. Und wenn der Meiler dann geöffnet wird, dann kann man da auch Holzkohle kaufen zum Grillen für den Sommer. Also es ist richtig nice. Kann ich nur jedem mal empfehlen, wenn er mal hier in der Gegend ist, wo ich herkomme, dann sich das mal anzuschauen. Die Gegend und die ganzen Sachen. Das ist nice. So, ein bisschen Werbung für mein Heimatland gemacht. Muss auch mal sein. Okay. So, weiß ich, das Game erinnert mich wirklich dran. Also, das ist der Hammer, wirklich. So 1:1 sieht es bei uns aus. So, wir reiten mal wieder querfeldein. Da kann ja auch immer was Interessantes passieren, gerade so durch Wälder und so. Wo gurken wir denn jetzt eigentlich rum? Ach, guck an. Ach, haben wir doch schon alles so ein bisschen entdeckt. Wieder ein Weg. Ja, da unten sieht es nach einem Lager aus, oder? Ja, guck an. Nur bloß gucken, dass die Kasper da nicht da sind. Gut, so, wo ist denn der Wortführer? Oder wer bist du denn? Höhlerzwilling. Er hat doch gesagt, die sind mit den Zwillingen befreundet. Wer ist mit den Zwillingen befreundet? Guten Tag, wie kann ich helfen? Wo habt ihr Rotschopf versteckt? Woher weißt... Was zur Hölle faselst du da? Komm mir nicht so. Ich weiß, dass er ein Freund der Zwillinge ist. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier und muss mit Rotschopf über den Überfall auf das Gestüt sprechen. Wenn Herr Hanusch dich schickt, kümmere dich lieber um die zwei Banditen, die hier umherschleichen und nach dem armen Jungen fragen. Dann braucht er sich auch nicht mehr zu verstecken. Lüge, sie sind erledigt. Na gut, ich kümmere mich um sie. Und dann verrätst du mir, wo Rotschopf steckt, ja? Ja, werde sie los und ich sag's dir. Wo finde ich diese Banditen? Bin mir nicht sicher. Gibt viele Verstecke in der Gegend. Aber da sie über die Brücke kamen und gingen... Müssen sie irgendwo in dem Gebiet sein, das zwischen uns und unseren Nachbarn liegt. Klingt nach einer Menge Wald zum Durchforsten. So viel ist es nicht. Gibt hier irgendwo einen Pfad, der zu einem verlassenen Lager führt. Alles klar. Und Spiel gespeichert, das ist auch nice. Gut, dann können wir jetzt gleich mal den neuen... Der zu einem alten Lager führt. Ein Pfad. Das ist jetzt hier die Straße. Hier könnte das sein, oder? Hier hoch. Wir reiten mal dahin. Ja. Da sie über die Brücke kamen und gingen. Also da vorne ist die Brücke. Dann können wir doch auch gleich mal schauen, ob die Mod sehr gut funktioniert. Was liegt denn da?
Was ist denn da passiert? Was machst du da? Wilderst du etwa? Wovon redest du? Ich hab sie so vorgefunden. Aber du siehst verdächtig aus, Wilderer. Ich habe nicht gewildert. Der Kadaver lag schon hier, als ich herkam. Pferdescheiße, du bist voller Blut. Ich wurde gerade von Kumanen überfallen und verletzt. Und jetzt willst du mir das anhängen? Nun, es stimmt, dass es hier in der Gegend nicht sicher ist. Na schön, du scheinst doch unschuldig zu sein. Gut, dass du es einsiehst. Und was hast du hier eigentlich gemacht? Was meinst du damit? So, du hast den Charakter, aber ich werde das melden. Ich werde dich persönlich zum Vogt zerren. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Erfolg. Du hast mitten auf der Straße den Kadaver zerteilt. Na und? Eine Leiche braucht keine Habseligkeiten. Ich weiß, was geschah. Ich werde die Straßen nicht Banditen überlassen. Oh, wirklich? Eines verspreche ich dir, wenn du versuchst, mir etwas anzuhängen, wird die ganze vermaledeite Provinz davon erfahren. Was ist denn mit der? Ganz sicher bin ich mir nicht. Ich bin mir sicher, dass du bist die Wilderin. Sieht die aus wie eine Wilderin? Du bist die Wilderin. Was zur Hölle meinst du damit? Ich höre mir das nicht länger an. Ich gehe in die Stadt und melde, dass du mich fälschlich beschuldigst. Tust du das? Ey, die lasse ich jetzt nicht gehen, ohne Witz. Die geht jetzt drauf. Also, Pfeile schießen mit dem Ding ist schon recht nice. Dorfbewohnerin. Ja, die hat es jetzt hinter sich. Den Rest brauchen wir nicht. Aber ich würde sagen... Die hat es hinter sich. Ich hätte jetzt keinen Bock drauf hier. Die war bestimmt Wilderin. Wir gehen jetzt mal stark davon aus, dass sie Wilderin war. So. Wir haben jetzt eine Wilderin erledigt. Die legen wir hier hin. Läuft. Hat ja auch keiner gesehen. Wir können ja nicht nur so 100% korrekt spielen, oder? Was hatte die denn da eigentlich? Ein Reh. Na komm. Können wir eh nicht gebrauchen. Wahrscheinlich kommt da noch irgendwo eine Quest, ne, dass wir eine Wilderin suchen müssen. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier, ja. Genau, dann würde ich sagen, wir reiten mal hier lang. Wobei es auch ganz schön mies war, was wir jetzt eben gemacht haben, ne? Der wehrlosen Frau von hinten in den Rücken geschossen, Alter. Was ist denn los? Hier ist ein Nest. Na komm. Ich lasse mich schon wieder zu viel ablenken. Die Banditen. Die Banditen sind jetzt oberste Priorität. Aber das jetzt mit dem Bogenschießen klappt recht gut, muss ich sagen. Wenn man den grünen Punkt, den gelben Punkt da weiter hat. Okay. Ist wie gesagt eine Mod. Wenn da Interesse besteht, wo ich die her habe, kann ich es gerne mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. In der nächsten Folge könnt ihr gerne mal drunter schreiben. So, hier geht ein Pfad hoch. Hey,
Was hast du vor? Was? Wo ist denn da einer? Was machst du denn da? Dich ersch... Da bist du ja, du Gauner. Was hast du hier zu suchen? Jetzt kriegst du... Essensmüde, was? Komm her, du... Ja. Ey, komm! Du wirst leiden. Wo sind alle? Ach, komm schon. Verdammt. Du bist ja, zieh doch mal das Schwert. Oh. Alter, was ist denn los mit dir? Boah, wo bin ich denn jetzt, Alter? Genau das nenne ich kämpfen. Alter. Okay, die Groschen nehmen wir mit. Geld haben wir ja momentan genug, deswegen nehme ich jetzt nur mal Wildschweinleder, ja. Und diesen Ringelblumenaufguss, den können wir auch mitnehmen. Rest lassen wir liegen. Boah, mit diesem Kämpfen habe ich noch nicht so wirklich drauf, ne? Sieht immer noch so ein bisschen komisch aus bei mir. So, wo war denn der andere? Den haben wir doch hier im Gebüsch irgendwo. Da liegt er doch. Verdächtiger Waffenknecht. Die Groschen nehmen wir mit. Kleines Rüstset. Sehr schön. Langstreckenpfeil. Spitzpfeil brauchen wir nicht. Ja, ja. Hirnhaube. Hat jetzt auch nicht weiter Interessantes dabei. So, vielleicht haben sie aber noch irgendwo eine Kiste. Und vor allen Dingen was zu essen. Wie sieht's denn aus? 92? Nö, passt. Habt ihr nirgendwo eine Kiste? Wär doof. Doch, das ist doch eine Kiste, oder? Ja. Schloss knacken leicht. So, dann kann ich euch vielleicht mal vorführen, wie das funktioniert. So. Nein, habe ich schon wieder versaut. So, zack. Also wenn man so ungefähr weiß, wie es geht, dann kriegt man es hin, aber halt wirklich auch nur auf leicht oder ganz leicht. Kuhleder, Spinnennetz, was ist das denn? Eine Unterhose, die für gewöhnlich aus Leinen gefertigt wird. In manchen Kulturen wird sie auch als normale Hose getragen, na dann. So, Verbände nehmen wir mit. Tragen wir auch schon wieder zu viel. Gut, aber dann haben wir jetzt auf jeden Fall diese Banditen platt gemacht. Dann würde ich sagen, geht's zurück. Erst haben wir eine wehrlose Frau kaputt gemacht und jetzt die Banditen. Also alles erledigt. 100% war das eine Wilderin. In den Zeiten, sind wir ehrlich, in den Zeiten damals war das egal.
Ich rechtfertige mich jetzt mit den Zeiten, die damals geherrscht haben. Wenn da jemand gewildert hat, zack, tot. Aber wir haben jetzt von denen ja gar nichts dabei, ne? Denen könnten wir jetzt eigentlich alles erzählen. Hätten ihn ja auch anlügen können, habt ihr ja vorhin gesehen, ne? So, neue Stufe reiten, auch wieder sehr nice. Sollte auch mal anfangen, vielleicht ein bisschen mehr auf den Kopf zu zielen, ne? Mit Pfeil und Bogen. Ich glaube, das macht auch Sinn. So, sind tot, Freund der Sonne. Mach dir wegen der Banditen keine Sorgen. Ich hab sie erledigt. Ach ja? Und das soll ich dir einfach so glauben? Wenn du willst, kann ich dich zu ihnen führen. Ich hätte dir ihre Köpfe bringen sollen. Na gut, ich glaube dir. Rotschopf versteckt sich in einer verlassenen Hütte, nicht weit von hier. Nimm die Straße Richtung Uschütze, bis du rechts einen Weg siehst, der an einer Quelle endet. Dort ist ein überwucherter Pfad, der dich direkt zu Rotschopf führt. Aber sperr die Augen auf, er ist leicht zu übersehen. Gut, danke für deine Hilfe. Na also, jetzt wissen wir wenigstens, wo er ist. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier. Bis du rechts einen Weg siehst. Okay, dann folgen wir mal dem Weg bis hierhin, würde ich sagen, so. Das macht Sinn, oder? Auf geht's, Pebbles. Schon vorbei. Einen überwucherten Pfad soll es hier geben. Natürlich reite ich voll. Guck doch. Hallo? Da ist er. Hab dich. Herrgott, war das eine mühsame Suche. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was? Gut, eins nach dem anderen. Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Jetzt erzähl mir genau, was passiert ist. Und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Keine Sorge, ich langweile mich nicht. Also gut. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Also bin ich wie immer im Dunkeln nach draußen. Nur war da was, das dort nicht sein sollte. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Lichtspiel. War es aber nicht. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es sind Pferdediebe. Ich wollte schreien, aber hatte Angst, dass sie mich töten. Wartete, bis sie weg waren und schlich mich davon. Doch dann... Begann das Gemetzel? Genau. Ich dachte, sie würden die Pferde stehlen und wegreiten. Aber dann begannen sie, die Leute abzuschlachten und Feuer zu legen. Und es war schrecklich. Die Hölle auf Erden. Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel. Sie begannen zu streiten und ein paar rannten dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. Direkt auf mich zu. Und ich hatte einen Hufkratzer in der Hand. Also hast du den ersten abgestochen? Nein, nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu Boden.
Für jemanden mit einem Hinkebein war er ganz schön schnell. Er sagte, ich soll mich verstecken, wenn mir mein Leben lieb ist. Dann hat er sich davon gemacht. Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Dann lief der Rest der Bande vorbei. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt, falls der Hinkende aus Uschitze zurückkommt. Als ich mich endlich hervortraute, war es schon fast hell. Was ist mit den anderen? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Weiß nicht, es könnten 8 gewesen sein. Und 2 waren richtige Brocken. An mehr erinnere ich mich nicht. Weißt du, worüber sie sich stritten? Ich habe nicht alles gehört, aber ich schätze, einige von ihnen wollten nur stehlen und niemanden töten. Klingt furchtbar. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Hätte ich doch geschrien. Vielleicht... Hättest du geschrien, wärst du jetzt tot. Und genützt hätte es sowieso nichts. Trotzdem. Du hättest nichts tun können. Okay. Das war alles. Na, fragen wir nochmal, warum hast du den Banditen getötet? Ich meine, irgendwie muss der ja an diesen Hufkratzer gekommen sein. Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ich lasse dich in Frieden. Warte, was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück, aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo. Hilfst du mir? Ich bin ihnen begegnet und habe sie aus dem Weg geräumt. Wirklich? Das ist toll, aber... Was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immerhin bin ich weggelaufen und Gott weiß, was sie davon halten. Ob sie hier wieder mit mir reden? Versuch es einfach. Dann siehst du, ob sie dich fortjagen oder nicht. Wenn du es ihnen erklärst, verstehen sie es bestimmt. Schätze, du hast recht. Hab Dank und möge der Herr dich beschützen. Na also. Was zum Teufel? Was zum Teufel? So, er geht zurück zum Gestüt und da müssen wir jetzt auch hin. Kaputter Wagen. Wo ist Peppels? Peppels. Was stehst du denn hier so doof rum? Wir müssen zurück zum Gestüt. Oh, können wir dann wahrscheinlich wieder nicht, ne? Ja. Wir müssen erstmal ein paar Sachen in die Satteltasche packen. Den Silberring mal in die Satteltasche. Komm, das Zeug. Packen wir jetzt alles in die Satteltasche. So, und schon können wir mal schnell reisen. Weil jetzt da wieder komplett zurück zu reiten. Wir gucken mal, dass wir hier zügig vorankommen. Und dass uns da auch keiner auffällt. So, brauchen wir ganz schön lang, ne? Ignorieren. Ignorieren. So, da sind wir. Schenke zur Waldwiese. Ach, guck an, da können wir auch vielleicht übernachten. Da müssen wir mal dranbleiben. Jetzt berichten wir erstmal noch unserem Hauptmann Bernhard, was Phase ist. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider? Ja, ich weiß, ich sehe ein bisschen eingewutzt aus. Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit! Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt?
Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Okay. Herr Ratzig will uns sehen. Ja, dann würde ich sagen, was haben wir denn da jetzt noch? Ach, Herr Ratzig ist hier. Okay, wir müssen da hinreiten. Was zur Hölle machst du da? Ich steig von meinem Pferd ab. Hallo Heinrich. Da ist er doch und sagt nichts, Alter. Ich dachte eigentlich, wir müssen jetzt wieder zurück. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Komm, wir erzählen ihm die ganze Geschichte, oder? Nee, die Kurzfassung. Ich konnte den Stallburschen aufspüren, der voller Angst geflohen war. Aus gutem Grund. Er brachte mich auf die Fährte eines hinkenden Bauern aus Uschitze. Sein Name? Der Bursche kennt ihn nur vom Sehen. Aber wenn ich mich umhöre, kennt bestimmt irgendjemand einen hinkenden Kerl mit zwielichtigen Freunden. Dörfler Liedenklatsch. Und wenn er nicht dort ist? Er könnte geflohen sein, vielleicht sogar nach Kuttenberg. Wenn er nicht in Uschitze ist, höre ich mich um. Irgendjemand wird etwas wissen. Gut, dann brich nach Uschitze auf. Finde diesen hinkenden Banditen und presse die Namen der anderen aus ihm raus. Sie müssen für ihre Taten büßen. Ich will sie hängen sehen. Bring ihn zu mir nach Merhojet und ich entscheide über sein Schicksal. Jawohl, Herr. Weshalb nach Merhojet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Herr, glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Um Angst. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Ja, dann. Spiel gespeichert, würde ich sagen. Das ist der perfekte Punkt, um die Folge auch zu beenden, liebe Leute. War doch sehr erfolgreich, haben wir da wieder einiges rausbekommen und sind in der Hauptquest auch ein bisschen nach vorne gekommen. Darf mich wie immer bedanken fürs Einschalten, liebe Leute. Nächste Folge geht's weiter, starten wir wieder direkt hier und dann gucken wir mal. Die Wege des Herrn spüre die Banditen auf haben, dann haben wir auch noch Vergeltung, Liebeswerben, aber da haben wir noch viel zu tun. In diesem Sinne, wenn es euch wieder gefallen hat, einen Daumen nach oben. Natürlich wäre super, ein Abo da lassen, sofern ihr es noch nicht getan habt. Bleibt aber alles wie immer euch überlassen. Und während der Hund hier schön in die Kamera bellt, verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Haut rein. Ciao, ciao.